Ja, ich bin Ulf Möller vom Sozialkontor Harburg, Treffpunkt Hamburg Süd. Wir sitzen in der Knobstraße 1 bis 3 in Harburg, haben hier gerade neue Räumlichkeiten bezogen und wir sind ein Träger der Eingliederungshilfe. Unser Auftrag ist, für Teilhabe zu sorgen, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Als Treffpunkt und Begegnungsstätte sind wir aber auch stadtteiloffen und für alle Menschen, die hier in der Region wohnen, ansprechbar. Im Treffpunkt Hamburg Süd werden auch kulturelle Angebote angeboten, die auch stadtteiloffen sind. Wir beteiligen uns regelmäßig an Veranstaltungen wie der Südlese und auch an der Music Night. In unseren regelmäßigen Angeboten wollen wir natürlich auch kreative Angebote anbieten. Wir haben eine Kreativgruppe, wir haben eine Schreibwerkstatt, die hier Kurse anbietet und ja, sind auch musikalisch unterwegs, sind immer offen für musikalische Veranstaltungen. Wir sind Initiator für eine Bühne für alle, ein Format, das schon sehr lange hier in Harburg läuft und dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum hat. Und in diesem Format kommen Menschen mit und ohne Behinderung sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne zusammen, um Begegnungen zu schaffen, um Teilhabe zu erleben. Genau, also ich finde Harburg kulturell sehr interessant mit diesen kleineren Angeboten, die nicht das ganz große Format bieten. Aber dafür hat man als Harburger kurze Wege. Ich nenne Beispiele, zum Beispiel das Stellwerk oder Marias Ballroom sind für mich kulturelle Orte, worüber ich mich sehr freue, dass wir sowas hier in Harburg haben. Ich freue mich auf das neue Kinoformat, was in Harburg kommt. Das sind Sachen, die finde ich großartig und letztendlich auch das Engagement der Südkultur, um einfach besondere Veranstaltungen hier in Harburg anzubieten. Das finde ich schon ungewöhnlich und klasse. Harburg hat eine Vielfältigkeit als Bezirk bzw. als Region, Orte der Entspannung, der Ruhe, Stadtpark, das Moor hinter dem Bahnhof, hat aber auch Orte, die problematisch sind, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel die Fußgängerzone, die seit Jahren eigentlich ja, ein Ort ist, wo man sich nicht besonders wohl fühlt, was aber vor allen Dingen, denke ich, strukturelle Themen hat und Hygienethemen. Also Taubendreck macht Orte unattraktiv. Harburg könnte kulturell gebrauchen. Kino kommt, Programmkino kommt, finde ich super. Ich hätte sonst gesagt, Programmkino könnte Harburg gebrauchen, weil es das ja früher auch schon gab. Wer das noch erinnert, die ehemalige Kurbel war schon ein kultiger Ort, den ich eigentlich vermisst habe all die Jahre. Deswegen freue ich mich, dass das Kino kommt. Ansonsten bräuchte Harburg auf jeden Fall Orte für Künstler, also Platz, Übungsräume, Proberäume für Musiker. Da ist Harburg wirklich schlecht aufgestellt. Warum interessieren oder warum machen wir hier Kultur oder wollen uns an Kultur beteiligen? Kultur ist einfach ein gutes Bindeglied für verschiedene Personengruppen in der Gesellschaft. Kultur und Kunst schafft Verbindung, Begegnung und das ist natürlich das, was unser Auftrag auch bedeutet und damit haben wir einfach ein gutes Medium. Und ich denke, die Harburger Kunstszene, Kunst- und Kulturszene profitiert davon, wenn sich auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe in die Kulturszene einbringen
Und wir profitieren natürlich davon, von der Kulturlandschaft hier in Harburg, an dem wir und unsere Menschen, die hier kommen, dann auch teilnehmen können. Jahre Südkultur, drei Sätze, tolles Programm, tolle Aktivitäten, sind keine ganzen Sätze, aber drei Stichworte. Tolles Programm, tolle Aktivitäten und muss unbedingt bleiben. Und danke für das Engagement der Südkultur.